Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Nomsi-Folge. Ich habe es endlich getan, ich habe endlich mal ein bisschen Zeit investiert und jetzt haben wir Spandau. Ja, wir sind heute auf der Linie M32 unterwegs Richtung Brunsbüttler Damm Stadtgrenze. Fahren das Ganze natürlich von Rathaus Spandau ab. Heute mit dem Scania Citywide. Ich denke, der passt hier perfekt in einen Gelenkbus. Und ja, wie ihr seht, ja, ihr, wenn man hier mal so ein bisschen guckt, es braucht leider ein bisschen, bis das Ganze hier so wirklich auflädt und alles sowas. Also die Performance hier, die ist schon ein bisschen heftig. Ist natürlich jetzt aber auch mitten hier drinnen, ne? Rathaus Spandau ist ja sowieso immer so ein, ja, dünnes Pflaster hier. Aber wie sehen es da jetzt, da ist es. Die Spandau-Arkaden sind jetzt also im Bilde. Und das finde ich eigentlich eine relativ coole Sache. Freue ich mich sehr drüber. Ja, die Installation war tatsächlich ein bisschen interessant, einige Objekte gibt es gar nicht mehr, also waren nicht mehr zum Download verfügbar gewesen, weil man braucht halt noch, um das Ganze fahren zu können, die Spandau Realkarte 136, 236, M36 oder irgendwie sowas, oder M6 oder keine Ahnung, oder X63. Ne? Also auf jeden Fall braucht ihr da halt Objekte, die nicht mehr verfügbar sind. Also die Webseiten, die sind halt offline genommen worden und somit kommst du halt nicht an diese Objekte ran. Irgendwie hatte ich sie aber dennoch auf dem Rechner. Fragt mich nicht, woher ich sie hatte. Aber es funktioniert jetzt. Auf jeden Fall, wenn ihr diese Karte spielen wollt, braucht ihr halt die Berlin-Realkarte noch. Und danach könnt ihr erst das Upgrade dann auf die Linie M36 machen. Die Linie M36 ist eigentlich eine relativ coole Linie. Das ist nämlich eine Linie, wo wir unsere Freunde in Spandau haben. Ja, da müssen wir, fahren wir halt wirklich immer lang. Und das ist wohl die Linie. Also ich habe sie auch wiedererkannt zum Teil. Aber es stimmt nicht so 100%. Ich glaube, bin ich der Meinung. Also wenn ich da mal mit dem Auto lang fahre, wirkt es irgendwie ein bisschen länger. Alles ein bisschen langgestreckter. Und, aber das werden wir uns jetzt alles mal anschauen. Mal gucken, wie euch das Ganze gefällt. Die Linie M36 bietet auch nur diese M36. Allerdings mit verschiedenen Enden. Es gibt immer Brunsbüttler Damm, Rathaus Spandau gibt es. Es gibt Heerstraße, gibt es da irgendwie was und so weiter und so fort. Döbritz gibt es, keine Ahnung. Also es gibt eine ganze Latte an Endhaltepunkten, die die Linie hier abfährt. So, ich würde mal sagen, wir stecken mal hier ein. Wie gesagt, alles funktioniert wieder. Und wir starten mal hier unsere Maschine, würde ich sagen. Das kann man ja nur wirklich schon als Maschine betiteln. Allerdings muss ich mal dazu drücken, ich muss die Kamera neu ausrichten. Ja, so, wundervoll. So. Ja, Spandau. Lange nicht gesehen, Spandau. Da, Spandau. Großartig. Es ist mir so, jetzt in den letzten Videos mir aufgefallen, dass ich gesagt habe, nee, jetzt muss ich endlich mal das Update mal machen. 9, 6, 9, 1 und 18, 0, 5. So, wundervoll. Hauptmenü. RBL und das Ganze ist die 032 28 00 00 und wir probieren es mal mit der 4. Ziel? Nein, das war es nicht. Dann war es auf jeden Fall die 3. So, starken Brunsbüttler Damm passt. Einstieg. Wundervoll. Und somit sind wir hier soweit schon wieder startklar. So, Maschine an. Man hört sie so gut wie überhaupt nicht. Das ist Wahnsinn. So, Vorwärtsgang rein und los geht's. Die Frage ist, wo laufen sie los? Da vorne 136, 236. Läuft wohl gar keiner los. Das habe ich. Ah, hier. Aber wir stehen hier richtig. M32 ist hier. Aber. Achso, steht no Service. Was ist denn jetzt hier mit meinem Tracker Air los? Reagiert scheinbar gerade überhaupt nicht. Dann mache ich es aus. Wenn das Ganze nicht will, dann mache ich es aus. So. Toll. Das sollte aber wenigstens auch funktionieren, dass ich hier zumindest richtig gucke. Hallo?
Ja. So, jetzt steht's auch da. Ach ja, das ist so schön hier. Es fährt hier einfach gar nichts, warum auch immer. Aber es müssen auch 1, 2, 3, 4 Krankenwagen hier stehen. So läuft Omsi. Yes! Ich weiß auch nicht, was der Bus da macht. Warum steht er denn da? Das weiß nur der ein oder andere. So, warte mal. Jetzt bin ich mit dem Tracker R. Es ist zurzeit immer so, immer wenn ich jetzt aufnehmen will, scheint die Sonne. Und dementsprechend, ja, setzt mein Track AR aus. Weil das nämlich total in diese Linse scheint. So, jetzt hängt gerade Omsi nur, okay. So, jetzt verzieht euch endlich. Wundervoll. Oh, ist das eine Ruhe oder ist das eine Ruhe? Das ist ja spektakulär. So. Erstmal hier alles komplett wieder richten. So, wir haben einen Fahrgast. Ist das ernsthaft jetzt? So schaut's aus, ja. Dann können wir hier schon mal die Türen schließen. So. Die Ansagen wurden hier selbst eingesprochen. Finde ich eigentlich sehr löblich. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu leise ist. Nicht, dass es dann wieder zu laut ist. Das war aber ganz sehr leise. So, wir müssen jetzt hier rechts abbiegen. Hier fehlen noch Hilfspfeile. Ja, jetzt muss er hier natürlich erstmal wieder weiterladen. So. Also einsteigen. So. Das ist zum Beispiel ein Abschnitt, den konnte man nie befahren auf der Original-Spandau-Karte. Den hat man jetzt praktisch hinzugefügt. Elsfleter Weg. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Aber ich muss auch sagen, die M32, also jetzt hier dieses Stück hier, das ist schon sehr unspektakulär, weil das ist halt auch echt, wie in Spandau halt so üblich, immer permanent nur geradeaus geht. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Aber das werdet ihr ja gleich sehen noch. Meine Güte. Also nie so viele Krankenwagen hier. Da steht genau hinter mir, wa? Ja. Ja. Hast du Pech? Was soll ich machen? Grünhofer Weg.
Oh, das eine Ruhe, Wahnsinn. Weiß immer nicht, warum hier manchmal in Spandau die absolute Hölle los ist. Manchmal ist es echt friedlich hier. Das ist immer so eine Sache. Ja, eignet sich natürlich leider nicht für eine Leitstellenfahrt, weil mit einer Linie ist es natürlich doch deutlich zu wenig. Ja. Klar, die hat zwar ein paar mehr Umläufe, weil sie halt Metro ist, ne? Also fährt halt dementsprechend ja auch ein bisschen öfter. Aber ich glaube, die lohnt nicht. Ich glaube, da würde sich die Karte Spandau Real, ich glaube, doch ein bisschen besser machen. Da sie halt schon drei Linien hat zumindest und halt eine Nachtlinie. Aber die werden wir uns jetzt dementsprechend auch mal demnächst mal anschauen. Nauener Straße. Wie gesagt, hat die Installation, die war halt schon ein bisschen. Hab mich lange davor gewehrt gehabt, wie gesagt, auch mal Spandau Real zu installieren, weil ich es halt immer ein bisschen heftig fand, halt immer alles installieren zu müssen. Das ist manchmal aber auch extrem viel Content, wird schon verbaut, wird halt Fremdcontent, ja. Und dann ist es halt meistens auch Content, der denn, weiß ich, gefühlt gar nicht da ist, ja. Wo die Webseiten dann zum Beispiel, ja, gar nicht mehr existieren, nicht mehr verfügbar sind, ja. Das ist natürlich schlecht, wenn man sich auf Fremdcontent zum Beispiel verlässt und die Objekte gibt es nicht mehr. Entweder liefert sie man dann automatisch mit, ja, was man ja nicht darf, oder man versucht sich zumindest eine Erlaubnis einzuholen, ob man sie mitliefern darf. Ja, aber so ohne geht ja nun mal nicht. Das verarscht mich gerade wieder. So, B&Q Warehouse. Weil ich hier auch so ein bisschen die BSR vermisse. Es gibt hier irgendwo eine BSR. Die habe ich bis dato jetzt noch gar nicht entdeckt, jetzt groß. So, dann eben. Ja, diesen Weg müssen wir halt immer mal wieder fahren, dann, also von Lichterfelder Osten hierher über die Stadtautobahn, Spandauer Damm dann runter und dann gib ihm immer geradezu. Und das zieht sich halt, weil es echt immer nur geradeaus geht. Es geht geradeaus, 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 geradeaus.
So der Harburger Weg hier. Und schon wieder ein Krankenwagen. So, wir sind zu früh. 3 Minuten haben wir Verfrühung. Wahnsinn. Komm so rennen, komm so rennen. So rausgucken. So ein bisschen idyllisch hier. Oh, hier hat dann die Kachel zum Beispiel gar nicht geladen. Natürlich ein bisschen unschön aus. Und wenn du dran vorbeifährst, siehst du das halt nicht wirklich. Das geht schon in Ordnung. Ja, warum ich halt immer relativ wenig mit dem Scania City weit fahre, weiß ich auch nicht. Das ist eigentlich ein relativ schöner Bus. Berliner Stadtnetz hier. Noch nie mitgefahren, ne? Mit dem Citywide. In Real. Noch nie. So. Wir belästigen mal mindestens keinen. Ja, wenn die natürlich hier nicht fahren, ist es nicht meine Sache. Müssen sie halt da doof rumstehen. Unfall. So. Ja, wie gesagt, heute Abend Leitstellenfahrt auf der Karte Berlin X10. So wurde abgestimmt. So wurde abgestimmt und dementsprechend ist das denn also die Auswertung davon. Würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr heute Abend mit dabei seid, mitfahrt. Ihr könnt natürlich aber auch nur zugucken. Würden wir uns schon sehr, sehr drüber freuen. Ich sehe hier gerade zum Beispiel einen Fehler auf der Karte. Hier schwebt hier dieses, ist das Schildchen nicht ganz richtig drin hier, sehen wir hier. Also, so einen kleinen Fehler sind mir aufgefallen, zum Beispiel auch Rathaus Spandau, da steht auf einmal so ein Korpus, ja, so mitten auf der, mitten in der Haltestelle drin. Also, steht hier nicht am Rand so wie es gehört hier am Rand, sondern steht hier mitten auf der Straße hier. Also, wenn du jetzt Richtung von Brunsbüttler Damm halt Richtung Spandau fährst, da steht das Ding da mitten auf der Straße. Und ich dachte, man kann so durchfahren und bin da irgendwie gefühlt gegengefahren. Ja, danach lief nichts mehr. Das war dann ganz toll. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Das ist nett. Dankeschön. Anzeichen geben. So. Luise Schröder sieht. So. Das ist aber eine schöne Erweiterung halt für die Karte Spandau halt. Das ist so eine Linie, die ich mir eigentlich schon so ein bisschen immer gewünscht hatte, dass die da existiert halt, ne? Weil das sind halt immer so Ecken. Ja, wenn man sie natürlich persönlich kennt, ist natürlich eine coole Sache. Was ich nicht verstehe, ist, das ist jetzt mal so ein bisschen rumgesponnen. Okay. In Lotus wollen die alle Köpenick bauen. Wollen die alle Köpenick bauen. Es gibt nicht eine... Oh, hier ist was mit der Ampel nicht richtig. Die zeigt rot und alle anderen zeigen grün. Bitte wart! Zwei-Winkelweg. Warum baut keiner mal so eine richtig schöne Köpenicker Buslinie? Das habe ich nie verstanden. In Lotus wollen sie alle Köpenick Straßenbahn bauen. Ne? Das ist halt immer... Nein, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall schon eine coole Sache. Hatte ich mir bis dato eigentlich immer so ein bisschen gewünscht gehabt, dass die irgendwann mal existiert, so die Linie. Und jetzt ist sie da. Ich glaube, sie ist Dezember letztes Jahr erschienen, ja, sodass man sich die dann runterladen konnte. Finde ich eine coole Sache.
Weil ich finde sowieso immer noch bombastisch, ja, muss ich immer wieder sagen, dass die Leute immer noch für Lotus bauen, bauen und bauen. Ja, das ist, stecken die ihre Freizeit rein, die machen das hier unentgeltlich, ja, die machen es aus Spaß, die machen es aus Überzeugung, ja, und dass das hier immer noch so ist, in OMSI, nach den ganzen Jahren, nach den ganzen Trubel rund um OMSI, ist es natürlich immer noch großartig, dass das Ding immer noch ordentlich gefeiert wird und immer noch Content erscheint. Ob es jetzt per Payware oder per Freeware, das ist alles großartig. Ich finde das super. Um alle Leute nochmal hier zu betonen, die hier wirklich Content kreieren für OMSI 2. So, hier sehen wir zum Beispiel, ne, M32 fährt jetzt hier zum Beispiel nach links zum Havelpark, geradeaus geht's nach Starken und rechts geht's zum Heidebergplan. Heißt das so? Heidebergplan? Das ist doch bestimmt Heidebergplatz oder irgendwie sowas, oder? Keine Ahnung. Wie gesagt, Spandau ist ja nicht mal Berlin, von daher darf man es mir nicht übel nehmen. So, wir haben Grün! Grün! Finde ich nicht in Ordnung, dass ich jetzt hier nicht durchkomme. Oh. Wieso fährt der nicht? Das schaffe ich nicht. Nie im Leben komme ich hier durch. Ja, genau. Fahr jetzt einfach, Alter. Du bist einer, verstehst du? Ach ja. Ja, ja, ja. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten, ob ihr schon die Linie M23 mal gefahren seid oder jetzt so vom Gucken sehen vielleicht, wie euch das Ganze so gefallen hat. Denn nutzt dazu die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein, würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Ja, also das wäre schon eine super, super klasse Sache. Ja, das, dass wir das hier irgendwie mal so betonen, auch zum Beispiel, wenn es jetzt einfach nur an dem Entwickler ist, einfach mal so ein Lob, ja, dann nutzt dazu die Funktion. Also ich finde das immer großartig, wenn die Community sich immer gegenseitig noch so ein bisschen unterstützt und sich nicht gegenseitig hier immer anmault. Man muss mal einfach mal so ein bisschen betonen halt, ne? Und von daher, ja, wie gesagt, heute Abend auf der KTX sehen dann Leitstellenfahrt. Also wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr dann mit dabei seid, ne? Das wäre eine tolle Sache. Und sonst, ja, wenn nicht, dann schaut einfach zu, ne? Das ist auch eine tolle Sache. Wir werden natürlich unterwegs sein in Telto. Das ist wieder so meine Möglichkeit, wenn wir schon mal in Berlin sind, also auf der KTX sehen, werde ich immer Telto fahren. Diesmal werde ich auch fahren. Ich werde wahrscheinlich mal diesmal nicht die Leitstelle übernehmen. Und gerade so haben wir auch nochmal einen Fehler, da stimmt was mit dem Background nicht. Allgemein sieht der Bordstein hier ein bisschen komisch aus, hier, der ist so ein bisschen eckig. Jetzt muss ich rum, Alter. Ja, genau. Ach ja, wie ich liebe. Ich hab noch überlegt. Aber naja, nun ist es zu spät. Gut, es geht nichts mehr.
Beleuchtung ist ausgefallen. Wir haben dich unerlaubt von einem Unfall entfernt. Ja, du mich auch, weißt du? Nicht schon meine Abteilung. Verkehrsregeln sind manchmal schon ein bisschen schwere Sache. Allerdings weiß ich jetzt nicht, was hier unser Endhalteplan ist. So, jetzt fahren wir nämlich in so eine Art Kehre ein hier. Ist nichts mehr. Wenn ich jetzt hier mit dem Gelenkbus natürlich rumkomme, ist natürlich auch nochmal so eine schöne Sache. Naja, lassen wir uns mal überraschen. So, wahrscheinlich hat er den Hotspot jetzt hier wieder nicht genommen. Ah, jetzt ist okay. So, in 8 Minuten geht es hier wieder an der Stelle weiter. So, damit verabschiede ich mich jetzt aber von der Linie M32 hier in Spandau. Das hat sehr, sehr Spaß gemacht. KI natürlich, ein paar kleinere Fehler sind aufgefallen. Aber im Großen und Ganzen doch eine schöne Erweiterung. Allerdings meine Persönlichkeit, ein bisschen zu viel Content, der hier benötigt wird für insgesamt so, warte mal, wie lange sind wir jetzt, knapp eine halbe Stunde Spielzeit, 20 Minuten vielleicht Fahrzeit, ist es mir doch einfach doch deutlich zu viel Content, der hier benötigt wird. Also die Installationsaufwand ist deutlich höher als wie das, was jetzt hier eigentlich in der Karte drinsteckt, ist meine Meinung nach, das ist jetzt jedem selbst überlassen, ne? Aber so an sich die M32 schön gebaut, das ist eine schöne Linienführung, auch wenn es halt nur hier wieder nur stumpf geradeaus geht, aber so ist das halt manchmal, ja, da gibt es einfach nur eine Linie, die fährt von A nach B einfach nur geradeaus. Das kann man ja jetzt hier nicht ändern. So an sich, wie gesagt, freue ich mich sehr, dass diese Linie existiert. Ja, wie gesagt, schon alleine, weil ich halt hier Bekannte habe, die hier wohnen. Und da passt das Ganze schön. Das also finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wie seht ihr das Ganze? Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein. Ja, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Omsi-Video hier wieder auf ÖPNV-Simulation mit mir, dem Bio. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.